Wir erhalten einen weiteren Fortnite-Icon-Skin. Welcher es sein wird und wie er aussehen wird, erfährst du in diesem Video. Also bleibe heute auf jeden Fall bis zum Ende dran und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen, freshen Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. Freunde, wir erhalten einen neuen Fortnite-Icon-Skin. Wer jetzt nicht weiß, was ein Fortnite-Icon-Skin ist, ich werde es einfach nochmal ganz kurz für jeden erklären. Und zwar hat Fortnite vor einer Weile die neue Fortnite-Icon-Skin-Reihe hinzugefügt. In der Fortnite Icon Skin Reihe sind nur Fortnite Skins von Twitch Streamern oder YouTubern, die halt eben Fortnite machen und Fortnite auch mit großgezogen haben. Angefangen hat das Ganze mit dem Ninja Skin. Ich denke mal, jeder erinnert sich daran, wo wir den Ninja Skin im Fortnite Shop erhalten haben. Für 1500 V-Bucks mit einer Spitzhacke, mit einem Backbling, alles drum und dran, sogar einen eigenen Emote hat Ninja erhalten. Und dadurch entstand dann quasi diese Fortnite Icon Reihe für Twitch Streamer, für YouTuber, die halt eben Fortnite machen und Fortnite großgezogen haben. Finde ich persönlich echt geil, muss ich sagen, dass halt wirklich YouTuber auch so quasi mit ihrem eigenen Skin belohnt werden. Ja, und jetzt wurde halt eben in den Spieldateien ein weiterer Fortnite-Icon-Skin von einer Twitch-Streamerin gefunden, ja. Also von einer Dame, die eben auf Twitch Fortnite streamt und um welche es sich da handelt, da werde ich gleich drauf eingehen. Vorher aber ganz kurz noch, ich verschenke immer noch jeden Tag eine Fortnite-Skin aus dem jeweiligen Fortnite-Shop an euch. Also falls du von mir noch keine Fortnite-Skin geschenkt bekommen hast, lasse jetzt einfach einen kostenlosen Like auf dem Video da, prügel den wirklich mal richtig blau hier den Like-Button, lass ein kostenloses Abo an der Stelle da und schreib einfach Hashtag Skin mit deinem Epic Games Namen in die Kommentare. Wenn du das nämlich gemacht hast, kann ich dich im Fortnite adden und eventuell bist du ja schon der Nächste, der von mir einen Fortnite-Skin geschenkt bekommt. Genau, das dazu, Freunde, nun aber wirklich zu dem neuen Fortnite-Icon-Skin. Und zwar, wie gesagt, mit dem letzten Update wurden neue Spieldateien gefunden, wo eben dieser Skin gefunden wurde, so wie eigentlich mit allen Updates. Ja, in jedem Update wird immer irgendwas gefunden und diesmal war es halt eben unter anderem ein Fortnite-Icon-Skin. Jetzt möchte ich euch aber auch nicht weiter auf die Folter spannen und zwar wird es einen Fortnite-Icon-Skin von der Twitch-Streamerin Loserfruit geben. Ich persönlich muss sagen, ich habe den Namen, bevor ich diesen Leak gesehen habe, noch nie gehört. Ich habe die Twitch-Streamerin noch nie irgendwie gesehen, noch nie den Namen gehört. Schreibt mir mal jetzt unbedingt in die Kommentare, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Ich habe selber dann einfach mal auf Twitch geschaut und einfach mal so geschaut, wie bekannt die denn ist. Und die Twitch-Streamerin hatte halt eben, wo ich reingeschaut hatte, auf Twitch 2000 Zuschauer. Das ist auf jeden Fall okay. Aber ich finde halt auch nicht ultra viel, deswegen verstehe ich noch nicht so ganz, warum Epic Games hier in dem Fall eben so einen Fortnite-Icon-Skin für sie bringt, da sie halt eben auch mehrere Sachen gestreamt hat und nicht nur Fortnite, also ist jetzt keine reine Fortnite-Streamerin. Aber was man auch im Hintergrund bei ihrem Bild gesehen hat, waren zwei dicke goldene Play-Buttons, das heißt, sie hat auf jeden Fall zwei YouTube-Kanäle auch mit über 1 Million Subs, das ist zwar im englischsprachigen Raum nicht mehr so extrem, das haben halt mittlerweile auch sehr viele, aber trotzdem geht es auf jeden Fall fit. Also, ja, weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr schon mal was von der gehört habt. Ich persönlich nicht. Aber sie bekommt auf jeden Fall ihren eigenen Fortnite-Skin. Aber neben dem Fortnite-Skin bekommt sie auch noch natürlich einen Rucksack und einen eigenen Emote. Bedeutet also, sie bekommt so ein komplettes Gesamtpaket. Leider gibt es von dem Fortnite-Skin noch kein Bild. Da wurde leider nichts in den Spieldateien gefunden. Dadurch, dass sie aber überall eben, ja, als Profilbild so eine Erdbeere hat, könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwie so einen Erdbeer-Skin erhalten werden. Also, wir haben ja zum Beispiel in Fortnite schon den Tomatenskin, ja, und so könnte ich mir in etwa auch so einen Erdbeerskin vorstellen. Also ja, ich blende euch hier alles ein, ne? Also ihr könnt euch jetzt eventuell, denke ich, auch mal vorstellen, wie das dann so aussehen wird. Würde ich auf jeden Fall ganz cool finden. Der Emote wird sich dann natürlich auch ihr irgendwie so anpassen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie einen Insider-Emote hat, wie zum Beispiel von Ninja dieser Pong-Pong-Emote, der ist ja rausgekommen, das ist ja so ein Insider von ihm gewesen. Und dann gab es ja auch noch, glaube ich, von so einer TikTokerin einmal so einen Insider, der auch als Emote kam. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Poki oder so, glaube ich, war das. Und ich weiß nicht, wie es bei ihr jetzt aussieht, ob sie da auch irgendwie so einen Insider hat. Ja, dass wir da irgendwie so einen Special Emote erhalten werden. Der Skin wird dann natürlich, denke ich, 1500 V-Bucks kosten, genauso wie jeder andere Icon-Skin. Es macht keinen Sinn, wenn sie den teurer oder günstiger machen. Deshalb mit 1500 V-Bucks können wir da auf jeden Fall rechnen. Und wie der dann aussehen wird, werden wir dann sehen. Ich denke, dass der in den nächsten Tagen auf jeden Fall in den Fortnite-Shop kommen wird, da er halt eben mit dem letzten Update schon in den Spieldateien gefunden wurde. Und normalerweise, wenn die Sachen in den Spieldateien gefunden wurden, dauert es auch nicht mehr lange, bis sie dann in den Fortnite-Shop kommen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Loserfruit, die Twitch-Streamerin, schon irgendwo mal gesehen habt, gehört habt oder so. Vielleicht habt ihr ja schon mal ein YouTube-Video von der geguckt. Die macht ja, denke ich, auch auf jeden Fall etwas größer YouTube, wenn die da zwei dicke, goldene 1 Million Subs-Play-Buttons im Hintergrund hat. Also ab in
in die Kommentare, damit würde mich einfach mal interessieren. Und ich möchte einfach an der Stelle auch nochmal so eine kleine Meinung abgeben zu dieser Icon-Serie von Fortnite. Ich persönlich hätte es einfach viel, viel geiler gefunden, wenn Epic Games das so gemacht hätte, dass sie aus jedem Land einen YouTuber oder einen Twitch-Streamer oder vielleicht sogar beides gekrönt hätten mit einem eigenen Fortnite-Skin. Weil dann wäre jedes Land irgendwie so, ja, glücklich geworden, hätte so eine kleine Belohnung bekommen. Aber jetzt machen die das ja irgendwie so ein bisschen random und natürlich sind die Amis halt eben ganz klar im Vorteil. Die werden eben am meisten belohnt. So, ich meine, jetzt vor kurzem hat Standardskill ja seinen eigenen Cup bekommen. Da haben ja auch, glaube ich, über 100.000 Leute mitgemacht. Aber warum gibt es für ihn keinen Fortnite-Skin? Ich meine, er ist der deutsche größte Fortnite-YouTuber. Also, finde ich, könnte man ihm eigentlich auch so einen Fortnite-Skin auf jeden Fall gönnen. Einfach so als Belohnung, Freunde. Würde ich einfach feiern. Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch einen Standardskill-Skin kaufen würdet. Ich glaube, ich würde ihn einfach aus Prinzip kaufen, einfach weil es der deutsche größte Fortnite-YouTuber ist. Einfach als Ehre, Freunde. Ja, also haut mir da mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Morgen gibt es wieder ein neues Video, Freunde. Das war es jetzt hier mit diesem Video. Wie gesagt, es gibt einen neuen Loser-Fruit-Skin, einen neuen Loser-Fruit-Rucksack und natürlich einen Emote. Aber wann die Sachen halt eben genau rauskommen, wissen wir nicht, Freunde. Müssen wir abwarten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vergesst jetzt nicht, gerne noch ein Like dazu lassen. Kostenlos Abo, #Skin mit dem Epic Games Namen in die Kommentare, Freunde. Dann schenke ich euch eventuell einen neuen Fortnite-Skin aus dem jeweiligen Fortnite-Shop, der dann gerade da ist. Wäre richtig nice. Und jetzt würde ich sagen, Creator-Code eintragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Euer bei Reapers. Ciao, ciao.